Jetzt kommt erstmal Hermes, unser Außenreporter, der berichtet von einem Marktschreier-Festival in Stockerau. Willkommen Österreich präsentiert Ihnen jede Woche das ultimative Satire-Erlebnis für jede Frau, jeden Mann und jedes Kind. Und dazu schenke ich Ihnen nur heute nicht ein, nicht zwei, nein, drei Interviews gratis dazu. Pepperoni-Salami, der wird der Arsch zum Flammenwerfer, sag ich dir. Auch noch mit dabei. Einmal Aal dabei, Lachs dabei. So, was magst du noch haben? Schitterlocken? Na, den Xamazter, den kann aber nicht essen. Magst du was Langes, Dickes? Doch, ja. Doch, ja? Gut. Auch noch mit da rein. Ja, der Renner ist natürlich immer wieder Paprika, Pfeffer, also das ganz Normale. Aber wir haben alles im Angebot. So, und heute die, schönen Angebote hier. So, bitteschön, ne? Lass es dir schmecken. Mach mal 35, weil ich gute Laune habe. Es ist ein Wahnsinn, ja. Das sind Bücher da oben. Ja, doch immer noch ein Fünfer zurück. So, komm her. Du gehst zum Nachbarn und kosten. Entertainment, Beleidigungen und Spaß sind die Instrumente, mit welch selbigen der Marktschreier seinen Verkaufserfolg zu optimieren trachtet. Das Schöne daran ist, ich kann jedem sagen, was mir passt. Wenn ich im Supermarkt arbeite, hinter der Kasse oder hinter der Käsetheke oder sonst was, dann muss ich vor jedem Kunden Katzbuckel. Und wenn mir hier einer nicht passt, mache ich einen Nieder. Ich mache meinen Spaß mit denen, oder wie ihr sagt, euren Schmäh. Nur hier halte ich mich noch sehr zurück, weil ich Angst habe, dass sie den nicht so verstehen. Dass sie sich zu schnell persönlich angegriffen fühlen. Weil in Deutschland gibt es Grundsatzurteile, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, musst du davon ausgehen, dass du beleidigt wirst. Es kann dir passieren, dass du eine Wurst vor den Kopf geschmissen kriegst. Und die können dich nicht verklagen. Wenn er mir nicht passt, sage ich ihm zum Beispiel, gab es die Hose auch in deiner Größe? Oder hier das Übliche, wenn sie mit der Hände in der Hosentasche rumlaufen, ja, bist du von den Zeugen Jehovas, beide Hände am Wachturm. Die Schmähs und launigen Sprüche der Hamburger Marktschreier wurden von den Ansässigen interessiert, aber auch leicht reserviert angenommen. Ich finde, ich bin das erste Mal da. Ist eigentlich sehr, wie sagt man da, gemischt. Nur der Nullummer geht mir her. Die Nullung, weil der hat mit den Nullung, das war Ette Betette. Dafür ist halt wieder, immer wieder was anderes. Ja, für ein Stück raus eine Attraktion. Ne? Ich sehe, wir jungen Leute mit 50 Jahren, wir saufen sie halt auch nicht. Es ist schon gut, der Schmäh ist schon gut, aber es gehört so, wir sind jedes Jahr da, wir sind eh von Stuckerau und wir schauen sie alle an. Aber kaufen, naja, ankaufen tue ich nichts. Der Verkaufserfolg der Marktschreier hielt sich in Grenzen. Liegt es an der geliebten Spannung zwischen Österreichern und den Deutschen? Nein, hat mit denen nichts zu tun, aber ja. Das sind ganz anders als wir. Wir sind da mehr. Es ist schon Österreich auch, aber nicht so, eben weil wir andere, wie soll ich sagen, die Österreicher sind immer anders als die Deutschen, ist klar.